hier auf dem Fahrrad. Das hat Spaß. Ich liebe einfach Fahrradfahren. Deswegen heute mal drin. Boah, das fühlt sich so gut an. Ist so schön. Ist das wieder schön. Das tut so gut. Ah, ich liebe einfach Fahrradfahren. Ist einfach so. Jedes Mal wieder. Stell dir das fest. Fahrradfahren ist einfach das Beste. Wunderschönen guten Nachmittag. Ich sitze wieder auf dem Fahrrad. Das hat Spaß. Der Frühling ist langsam da. Ich fahre jetzt schon in kurzer Hose. Sehr angenehm. Die Sonne scheint zwar nicht, aber Temperaturen passen. Das macht Spaß. Wir haben jetzt Mitte April. So langsam merkt man, die Saison geht los. Ich sehe immer mehr Radfahrer, die mir entgegenkommen. Sehr, sehr schön. Das macht gleich noch mehr Spaß. Ja, heute fahre ich 3,5 Stunden im Kalter Walle. Bisschen Fatnext, bisschen Schnelle. Freue ich drauf, das wird schön. Ja, ganz generell, mir geht's gut. Training funktioniert. Meine Fitness ist da. Fühlt sich einfach gut an. Ich bin gerade sehr fit auf dem Rad unterwegs. Macht Spaß.
diese Fitness zu spüren, die Fortschritte zu sehen. Großartig. Genau. Ja, bis später. Ganz schön windig heute. Richtig, richtig windig. Die Norddeutsche Berge halt, ne? Hilft nichts. Boah, ist das windig. Ist ja orkanartiger Sturm hier. Halleluja. Ich glaube nicht, das sehe ich nochmal. Ich liebe Fahrradfahren. Sehr. Ich liebe Fahrradfahren wirklich sehr. Ist großartig. Hilft immer. Egal was los ist. Stress. Aber man fühlt sich unwohl. Einfach aufs Fahrrad. Eine Stunde reicht das schon. Und schon ist alles sehr gut. Ist großartig. Ich liebe es. Heute ist Dienstag und heute ist eigentlich gutes Wetter gewesen, aber ich gehe heute trotzdem noch auf die Rolle, jetzt gleich. Fühlt sich komisch an, weil draußen ist echt gar nicht kalt, ich glaube schon 15 Grad oder so im April, auch trocken heute gewesen, aber heute sind ein paar anstrengende, wichtige Intervalle auf dem Plan. 5x8 Minuten, Zone 4 bis 5. Das wird relativ hart und das ist einfach drinnen sinnvoller als draußen, weil da es deutlich einfacher ist, die Wattwerte zu treten, die man auch wirklich treten möchte. Und ja, deswegen heute mal drin. Ich habe extra gewartet, dass es draußen dunkel geworden ist, damit sich das nicht zu falsch anfühlt. Und gleich geht's auf die Rolle. Bisschen, ja, leiden, mal gucken. Vielleicht leiden, vielleicht kommen wir auch gut durch, werden wir sehen. Genau, aber kurze Erklärung, warum ich Ende April noch auf der Rolle fahre ab und zu. Einfach, weil die Intervalle doch einfach gezielter und gesteuerter sind als draußen auf der Straße. Genau. Ich weiß, das klingt hart arrogant, aber ich bin wirklich einfach gerade sehr, 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 sehr fit. Boah, das fühlt sich so gut an. So schön. Es ist im April, im Frühjahr, das Training ist ein bisschen umgestellt, das merkt man richtig. So wird das Wintertraining genommen und da die gewonnene Fitness, ein bisschen in Schwellenleistung umgewandelt. Und das ist so schön zu sehen, wie sehr das Training im Winter ganze Leiden in der Kälte im Wohnzimmer auf der Rolle einfach funktioniert hat. So schön. Unglaublich gut. Und ja, also dieses Training gerade, 5x8 Minuten, eigentlich sehr, 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 sehr hart. Aber heute, ich will nicht sagen, war kein Problem, aber es war fast schon zu einfach. Und einfach schön. Man muss aber auch sagen, dass bei mir gerade abseits vom Fahrrad zu privat und beruflich einfach gerade alles passt. Und ich merke richtig, wie der Kopf das Training oder die harten Sachen viel besser mitmacht. Das ist so schön. Also ich wiederhole mich. Es ist einfach schön. So,
Genug gequatscht. Gute Nacht.